What would you do if I sang you a song? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'm gonna try my best not to sing it out of key. Frank Siepmann für E-Learning Journal live von der Zukunft Personal 2009 in Köln. Nun sind wir im dritten Veranstaltungstag. Jetzt haben wir schon 12 Uhr, also High Noon. An einigen Ständen ist eine Menge los, an anderen wartet man noch ein klein wenig. Aber an einem Stand wird richtig Theater gemacht. Wenn man da vorbeikommt, dann merkt man, hier tickt die Weiterbildungswelt etwas anders. Es geht um das älteste deutsche Unternehmenstheater. Und zu Gast habe ich Herrn Michael Henschel. Schönen guten Tag, Herr Henschel. Hallo. Sagen Sie, was machen Sie da für Theater? Was machen wir für Theater? Wir haben drei Betätigungsfelder. Das eine ist die Personalentwicklung. Das heißt, wir sind seit 15 Jahren im Bereich Coaching, Training, Seminare unterwegs, vor allen Dingen in Kommunikationsfragen, also Rhetorik, Präsenz, Status, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, das eben Anwendung findet im Verkauf, im Vertrieb, in Führungsfragen. Wir kümmern uns auch um gewaltfreie Kommunikation, also in so verschiedenen Bereichen, bis hin zum Vorstandscoaching 1:1. Das ist das eine Geschäftsfeld. Das zweite Geschäftsfeld ist Organisationsentwicklung. Das heißt, wir begleiten mit Theatermethoden Veränderungsprozesse, arbeiten an Themen, die für Unternehmen und Mitarbeiter auch durchaus mal unangenehm sind. Unsicherheiten, Ängste, komplexe Veränderungsprozesse sind mit Theatermethoden relativ gut darstellbar. Wir sprechen eben nicht nur den Kopf, sondern auch den Bauch und die Augen an, sprechen in Bildern. Und damit können Sie relativ komplexe Sachlagen einfach übermitteln, auf die Bühne bringen, und zwar auch so, dass die Emotionen angesprochen sind. Also eine sehr tiefgehende Kommunikation. Theater ist nicht umsonst eine der ältesten Kommunikationsformen überhaupt, mehrere tausend Jahre alt. Unternehmenstheater ist jünger, also wir sind das Älteste, haben 1985 damit angefangen und werden nächstes Jahr 25 Jahre alt, deswegen passt die Einleitung durchaus. Das dritte Geschäftsfeld will ich Ihnen nicht unterschlagen, das sind Veranstaltungen, Mitarbeiterveranstaltungen, Kundenveranstaltungen, Produktpräsentationen, ja, was Sie sich, Jubiläen, was man so macht, Weihnachtsveranstaltungen. Manchmal haben wir ja Schnittmengen, also so eine Veranstaltung hat durchaus ja vielleicht den Charakter, auch Veränderungsprozesse zu kommunizieren, und das ist unsere Spezialität, dass Sie zum Beispiel bei uns ein Weihnachtsprogramm einkaufen, in dem aber auch Inhalte transportiert sind. Ja, vielen Dank, Herr Henschel, da sind meine ersten 17 Fragen schon abgearbeitet, super, das macht es rasant, finde ich gut. Ich würde aber doch noch mal gerne konkret nachfragen, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist das jetzt ein Gimmick für die Betriebsfeier oder wie wird so etwas im Unternehmen implementiert? Es hängt ganz stark an der Aufgabenstellung, die Sie haben. Sie können zu uns kommen und sagen, wir möchten auf einer Veranstaltung mal einen etwas anderen Programmpunkt haben. Da haben wir verschiedene Angebote, die wir Ihnen einfach so vorschlagen können. Da brauchen wir nicht lange recherchieren, dann ist das so ein Unterhaltungspunkt, ein Gimmick. Stehgreiftheater? Nee, das ist kein Stehgreiftheater. Das sind Musik, witzige Musikeinlagen, das sind Dialogprogramme, die Sie nicht erwarten. Das sind Programme, von denen Sie im ersten Moment gar nicht wissen, dass es ein Programm ist, das sich erst entpuppt. So kann es eben auf einer Veranstaltung durchaus auch laufen. Die Regel ist aber, dass Sie kommen und eine Aufgabe haben. Das heißt, Sie haben irgendeine Aufgabenstellung im Unternehmen, die Sie mit einer Veranstaltung lösen möchten, wo Ziele, die Sie erreichen möchten, nach einer Fusion thematisieren, dass jetzt unterschiedliche Kulturen im Unternehmen aufeinandertreffen, dass das bekannt ist, wie diese Kulturen ernst und wahrgenommen werden und wie man ein bisschen fördern kann, dass es zum Kulturaustausch kommt, sodass eine neue Kultur entsteht. Dafür sind
ganz hervorragend Theatermethoden geeignet. Dann würden wir in ein Briefinggespräch gehen. Erstmal, was ist die Aufgabenstellung? Wenn es eine größere Geschichte ist, dann Interviewstaffeln führen mit verschiedenen Unternehmensbeteiligten, nicht nur mit dem Management, sondern eben auch bis hin zum Bandarbeiter sollte es den geben oder dem Sachbearbeiter. Und nehmen diese ganzen Perspektiven auf, schreiben einen Text nur für dieses Unternehmen, für diese Aufgabenstellung, maßgeschneidert und bringen den zur Aufführung. Das ist so ein großes Format. Event-Coaching ist ja sehr im Trend, sehen wir hier auch auf der Veranstaltung, dass mittlerweile viele unterschiedliche Facetten von Event-Coaching ja auch angeboten werden. Wenn ich jetzt Charlatan buchen will, gibt es da einen bestimmten Schwerpunkt, dass ich sage, das ist original Charlatan? Wir sind zwei Sachen sind original Charlatan. Wir sind Komiker, wir setzen Humor ein, auch in ernsten Themenlagen, gerade in ernsten Themenlagen. Das ist mit die höchste Kunst, die Sie machen können. Damit holen Sie aber auch Probleme vom Sockel und machen sie überhaupt erst behandelbar, indem man mal herzlich darüber lacht gemeinsam. Das machen wir immer ohne Opferkomik. Das heißt, wir machen uns, holen die Komik aus der Situation heraus und brauchen niemanden, zu dessen Lasten das geht. Das ist ein ganz harter Abgrenzungspunkt zur Comedy. Ein Komödiant braucht immer ein Opfer. Das wissen jeder, der Comedy kennt, weiß das. Das ist das eine. Das andere ist unser humanistisches Menschenbild, dass wir jeden Einzelnen, der da für den wir spielen, der uns beauftragt, aber eben auch für den wir arbeiten, sehr ernst nehmen und wertschätzen. Und das können wir auch vermitteln, weil wir das eben seit 25 Jahren machen. Und damit erzeugen wir eine Wärme und ein Gemeinschaftsgefühl in einer Veranstaltung, das sehr wertvoll sein kann. So, jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt. Wenn Sie ein ernstes Anliegen haben, das aber mit Humor bearbeiten wollen, ohne Opferkomik, dann sollten Sie vielleicht einmal Charlatan anrufen. Und dort werden Sie dann halt ganz individuell schauen können, wie in Ihrem Unternehmen mit Präsenz eine solche Aufgabe bewältigt werden kann. Frank Siepmann für E-Learning Journal, live von der Zukunft Personal 2009 in Köln.